Hallo und herzlich willkommen zurück zu Survivalent. Ja, ein kleiner Nachtrag zum Feuer. Ich habe jetzt mal die zwei Holzklötze, die wir hier rübergeschleppt haben, habe ich jetzt mal reingeschmissen. Und ich finde, es ist wesentlich heller geworden. Das heißt, je mehr man von diesem Zeug da reinschmeißt, umso größer wird das Feuer und es wird dann dementsprechend richtig hell. Eben war es hier noch schnuckelig dunkel. Hatte zum Einschlafen eingeladen und jetzt ist es so richtig hell hier. Ist ja Wahnsinn. Die Helligkeit reicht sogar ein bisschen bis... Das wird hier angeleuchtet, alles noch vom Feuer, ne? Wahnsinn. Wie aufwendig. Oh, was sehe ich da hinten? Was sehe ich da hinten? Eine Kokosnuss. Da ist ein Kokosnussbaum. Oh. Na damit. Coconut. Oh, wunderbar. Oh, wunderbar. Da haben wir noch mehr rumliegen. Oh, das ist ja eine super Stelle hier. Bringen wir es mal hier zum Feuer, da sieht man es wenigstens. So, mit einem lockeren Coup werfen wir es dahin. Wie gehen wir bei einer Green Coconut vor? Das heißt, wir hauen erstmal ein bisschen drauf. Das geht mit einer Axt auch wunderbar. Ansonsten mit einem Steinchen ist man hier auch ewig beschäftigt. Diese Kokosnuss, die muss man nochmal klein hauen. In zwei Teile. Und dann aber auch aufhören und nicht mehr weiter schlagen. Jetzt haben wir die zwei Teile, die können wir jetzt essen. So, nehmen wir die Hand. Mit dem Mausrad können wir die Items in den Händen wechseln und jetzt essen wir Kokosnuss. Ist, glaube ich, gar nicht notwendig, denn ich habe in der Nacht, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, noch ordentlich Banane gefuttert. So, die ist leer und die leere Kokosnussschale können wir auch hier reintun. Ich glaube, das Feuer ist jetzt bis zum Maximum gefüllt mit Fuel. Okay, dann, nee, das würde ich nicht gern nicht ablegen. Wechseln wir die Hände und ich lege es hier hin. So in die Nähe. Bin mir nicht ganz sicher, unten ist jetzt so ein Temperatursymbol. Ich glaube, ich muss näher ans Feuer oder ich bin zu nah dran. Ich weiß nicht. Na egal, nehmen wir das nochmal. Njam, 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 njam. Knusprige Kokosnuss. Okay, jetzt ist da so ein Tröpfchen-Symbol unten links. Ich vermute, das heißt, ich habe Durst oder ich... Oder ich bin am Schwitzen. Ist mir zu warm. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, kann man jetzt hier was dazulegen? Immer noch nicht. Gut. Egal. Platzieren wir es auch hier. Der große Müllhaufen. Ja, ich glaube, das hat einfach nur bedeutet, uns war es zu warm. Also es ist ein schönes, großes Feuer. Ne? Das hält wirklich herrlich warm. Aber heute wollen wir schauen, ob wir uns vielleicht noch irgendwas Putziges zum Anziehen craften können. Man sieht gar nichts. So, aber wir haben hier eben ganz am Anfang diese Mini-Palme da erledigt, wo wir den Kopf abgeschlagen haben, mit dem Stein noch. Und dabei kam Folgendes raus. Rough Fiber. Nehmen wir mal mit. Erstmal nur eins, weil ich habe die Axt in der Hand. Oh, diesmal kann man drüber. Gut. So, diese Rough Fiber legen wir einfach mal hier hin. Die Axt legen wir gut sichtbar nah ans Feuer. Ist wirklich als ein gut gemeinter Rat, als Tipp. Nichts ist schlimmer, als wenn so eine Axt hier irgendwo in diesem hohen Gras liegen bleibt. Tunlichst noch hier unter so Blättern oder so, dass man gar nicht mehr drankommt. Das ist wirklich nervig. Das ist richtig, richtig nervig. Wir haben auch viele Steine. Stone Bar und so ein Kram, okay. So, aber erstmal zurück hierzu. Rough Fiber. Was kann man damit machen? Wenn wir in diesen T-Modus gehen, können wir hier das Ding spinnen. Und das machen wir einfach mal. Wir verzwirbeln es jetzt so ein bisschen und dann kommt das hier bei rum. Das hier ist so ein, mal schauen, wie nennt sich das? A Fiber Rope. A roll of primitive ropes made by fiber. Very useful to tie things up. You also can tie it into a primitive belt. So, ein primitiver Gürtel. Der wäre interessant, weil in diesen Gürtel können wir nämlich dann diese Axt hier reintun. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, wie das mit dem Gürtel funktioniert. Ich würde es jetzt einfach live in diesem Let's Play mal ausprobieren mit euch zusammen. Rough Fiber nehmen wir mit und haben wir noch eine Rough Fiber. Ich glaube, man braucht drei Stück. Ich meine, man schaut sich ja immer mal wieder auch andere Videos an und sowas und überfliegt. Und ich meinte, ich hätte mal sowas gesehen oder auf einem Screenshot habe ich das so gesehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Deswegen testen wir es mal so aus. Probieren wir mal. Und
Hier. So. Und jetzt zwirbeln wir den ganzen Kram mal. Spinnen. Und nochmal spinnen. So. Und was kann man jetzt damit anstellen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hiermit gar nichts. Damit nichts. Vielleicht brauchen wir dafür auch eine Werkbank oder so. Mal kurz schauen, ob es hier sowas gibt. Denn Werkbänke hier sind ein bisschen anders. Das heißt, man muss hier einfach einen großen Stein finden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der das kann. Oh, der sieht gut aus. Ich habe übrigens einen Trick gesehen, wie man schneller vorankommt. Man läuft ja unglaublich langsam hier mit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf Q drückt und den da hinten platziert und dann wieder hinläuft und ihn neu aufnimmt und dann wieder Q drückt, gedrückt halt natürlich, so, und dann wieder da hinten platziert, dann kommt man wesentlich schneller voran. So, den Rest gehen wir aber jetzt. So, Werkbank. Wo packen wir sie hin? Am besten auch so, dass man sie noch gut sehen kann. Da haben wir das ganze Zeug. Dann würde ich sagen, hier werfen wir jetzt mal einen Stein hin. Agiert der jetzt als Werkbank? Ich bin mir nicht gerade sicher. Oder ist es einfach nur ein großer, unförmiger Stein? Ich glaube, es ist einfach nur ein großer Stein. Gut, haben wir den schon mal gesammelt für später. Wahrscheinlich basteln wir daraus dann auch was Feines. Was lag hier noch? Hier liegen ja meistens eigentlich nur Steine rum. Das hier ist noch. Was ist das denn? Banane, es ist noch Banane. Oh ja, was macht die denn da? Ja, in der Nacht Sachen suchen. Das ist so eine Sache. Gut, auf jeden Fall, man nimmt dann so einen Stein, um es kurz zu erklären, platziert ihn dorthin, das ist dann, der hat eine flache Seite. Und wahrscheinlich muss man einen Stein finden mit einer flachen Seite oder so. Aber es gibt noch eine zweite Variante und die testen wir jetzt auch mal aus. Dazu brauchen wir aber einen großen, mächtigen Baum. Ich glaube nicht, dass so ein Bäumchen hier reicht. Ich glaube nicht, das ist nicht gut. Also wir brauchen einen großen Baum. Was ist mit ihm hier? Bist du ein großer? Das sieht aus wie ein großer Baum, ne? Der ist doch riesig. Nehmen wir den. Ich glaube, der hat... hier sind doch die Kokosnüsse, oder? Ja. Gut. Das Problem bei diesem Spiel ist, wenn wir den jetzt fällen, was wir jetzt tun, der wird so schnell nicht wiederkommen. Das heißt, dieser Baum ist für immer weg. Und das heißt auch, der produziert keine Kokosnüsse mehr. Wir könnten ihn einfach... Es fallen jetzt auch übrigens gerade Kokosnüsse runter. Wenn nach oben... Ja, ich glaube, hier sind jetzt mehr geworden. Das heißt, hier sind nur begrenzte Ressourcen auf diesen Inseln vorhanden. Wenn wir den jetzt gefällt haben... Oh, auf unser Lager, echt jetzt? Machst du das jetzt alles kaputt da hinten? Nee. Super. Okay, so. Jetzt haben wir hier... Wie man direkt sieht, hier ist jetzt eine Werkbank draus geworden. Jede Menge Kokosnüsse. Und weil wir gerade auch ein bisschen Hunger haben, machen wir uns mal schnell so einen Snack zurecht. Achso, ich bin noch in diesem T-Modus. Geh mal raus. So. Nehmen wir uns eine. Ach, Quatsch. So. Na, komm, wechseln und essen. Ja, essen ist schon wichtig. Ich weiß gar nicht, könnte der Baum hinten anfangen zu brennen? Aber habt ihr auch die Fallanimation gesehen, wie toll das aussieht? Also ich muss sagen, optisch ist dieses Spiel schon eine ganz feine Sache. So. Ich glaube, es ist jetzt aufgegessen. Wechseln. Wegwerfen. So, jetzt holen wir mal die Ropes und packen die dorthin. Das Ding hier brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Erstmal. So, Rope. Rope. Ich glaube, wir können nur zwei nehmen. Ins Inventar passen die nicht. Nee, die sind irgendwie zu unförmig. Warum habe ich das eigentlich mitgenommen, ne? So was Blödes. Das kann ich doch nirgendwo hinschmeißen. Egal, egal. Ach. So, T und dann packen wir hier einen hin. Da ist ein Rope, hier ein Rope und da oben noch ein Rope.
Müssen wir noch holen gehen, schnell. Ja, aus diesem Modus raus. Auflesen. Ne, bringen wir erstmal das Rope rüber. Hier sieht man kaum was, ne? Es ist leider so. So, jetzt haben wir hier diese drei Ropes und jetzt können wir die miteinander verweben. Plate. Also ich versuch's wirklich einfach nur. Das ist ein Experiment. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so funktioniert. Vielleicht fehlt hier noch ein Rope. Ja, vielleicht fehlt's da noch. Was haben wir hier noch alles? Das sind nur Kokosnüsse. Ich nehme eine noch mit. Ins Licht. So, kommt hier hin. Dann holen wir uns mal diese Schale in die Hand und füttern damit das Feuer. Mal gucken, ob das noch geht, weil das Feuer sieht wieder ein bisschen kleiner aus. Ich bin auch in diesem T-Modus, ne? Ach, Mann. So. Ja, das ging. Man hat es jetzt ganz zart nur gehört. Aber es klappt. Aufnehmen. Und ins Feuer. Ganz zart lauschen. Flump macht's. So. Alles drin und verbrennt. Man merkt aber, das Feuer ist so ein bisschen runtergebrannt. Ne? Man sieht hier jetzt kaum mehr was. Also das ist jetzt wirklich richtig dunkel. In der Aufnahme müsste es noch dunkler sein. So, hier haben wir noch diesen Chunk. Also ich sehe schon kaum was. Eigentlich gar nicht. Das muss ja für euch jetzt ganz schrecklich sein. Ich beeile mich auch. Ich versuche nur schnell so ein Dings zu finden für so ein Rope. Hier haben wir noch was. Hier haben wir eine Fiber. Die nehme ich schnell mit. Ja, komm, lauf, Junge, lauf. Ins Warme. Ein bisschen aufwärmen. Hunger hat er auch schon wieder. Das gibt's doch nicht. Jetzt packen wir die Fiber mal hier hin. Dann wird die jetzt gezwirbelt. So, aus dem T-Modus raus. Nehmen wir es auf. Mal sehen, ob wir den... Ja, das, ich wollte gerade sagen, ob wir die Bergbank noch finden. Aber man muss ja eigentlich nur diesem Stamm hier folgen. Oh, es regnet! Es regnet! Oh mein Gott! Das ist übel. Das ist übel. Dorthin. Und jetzt verzwirbeln wir die auch noch. Vielleicht kommt ja auch was ganz anderes bei rum als ein Gürtel. Ich weiß es gerade nicht. Da kommt irgendwie gar nichts bei rum. Was heißt das hier? Sollst du das wieder rausnehmen? Wahrscheinlich. Oder man braucht dafür jetzt noch irgendein Werkzeug, was wir gerade gar nicht haben. So, sind wir denn hier unter dem Ding sheltert? Irgendwo hier sheltert? Eher nicht. Ja, denn diese Nässe zieht wohl auch Energie ab. Von den Sounds her ist das sehr ungemütlich, finde ich. Na komm, ist noch was. Ja, vielleicht können wir uns noch mal ganz kurz ausruhen ein bisschen. Denn ganz unten diese grüne Leiste, ich finde, das ist gerade sehr laut mit dem Regen. Die grüne Leiste ganz unten in der Mitte, da sehen wir dann, die wird immer kleiner und dieser weiße rechte Teil wird immer größer. Und das kann man durch Schlafen, kann man diesen weißen Teil immer wieder ein bisschen abbauen. Ja, wir kuscheln uns da schön an die Palme ran. Ja, man sieht, der weiße Teil wird kleiner. Ich weiß nicht, das kann man nicht so oft wiederholen, auch nicht immer machen. Ich glaube, man braucht eine gewisse Grundmüdigkeit dafür und jetzt sind wir schon nass. Oder wir schwitzen. Ach, wir sind hungrig und Hilfe. So viele Stats, keine Ahnung. Nehmen wir einfach noch eine Banane, essen die noch schnell. Damit sollte der Hunger dann gegessen sein. Essen.
Okay, tolle Kampfmoves hat er schon mal drauf. So, dann gehen wir mal rüber. Oder nee, hier. Hier haben wir die Teile. Ach, schön. Nehmen wir selbst von hier. Kriege ich hier irgendwas ab? Jetzt haben wir sie. Gut. Okay. Okay. Das Feuer wird immer ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl. Legen wir sie hin, können wir sie schnell wiederfinden. Und aus diesen Blättern kann man wohl auch ein bisschen was machen. Wenn wir die jetzt mal einfach platen alle. So, und das hier. Und das hier. Jetzt haben wir was. Nehmen wir es auf. Gehen wir zurück ins Trockene und schauen mal, was haben wir denn hier? Ein Palm Cape. A humble cape made by palm leaves may keep some rain out, but not warm at all. Kann man das hier irgendwo... Ah, okay. Gut. Wir haben so ein bisschen Kleidung gecraftet. Oh Mann. Ja, so wie es ja auch wie diese Folge, wie ich es vorausgesagt habe. Da haben wir also ein bisschen was. Das schützt gegen den Regen, sind wir nicht so schnell nass. Ich weiß nicht, was man hier noch alles draus basteln kann. Das mit dem Gürtel hat ja nicht so gut geklappt. Das muss ich wohl nochmal nachschauen. Und ich werde euch dann in der nächsten Folge berichten können, wie das mit dem Gürtel genau funktioniert. Ich glaube, wir waren echt nicht mehr weit davon entfernt. So, gut, für heute war's das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.